Wobei ich mich auch nicht immer noch nicht verstehen kann, warum nicht die Entwickler von New World einfach sagen, hey, wir machen ein Global Chat für spezifisch nochmal für Deutsch, Französisch, Englisch und da und dann halt nochmal den normalen Global. Das, ja. Ja, aber dafür sind ja dann eher die Gruppen und die Gilden-Chats. Ja, aber es ist nicht so viel Arbeit, um noch einfach zu sagen, wir machen nochmal Global spezifisch für Englisch und Global spezifisch für Deutsch und Französisch und da. Keine Ahnung. Und dass in den normalen Global halt keiner rumkacken kann wegen, du schreibst Chinesisch. Ne? Ich hab Maddy, Fabi, ich hab immer, wo wir auf dem anderen Server waren, habe ich den Chat meistens auf Gildenchat gestellt. Und dann siehst du das Ganze ja nicht. Ja. Kriegst aber auch leider nichts mit, wenn man was ist. Das ist ja halt der Nachteil. Ne? Das ist halt der Nachteil. Welches Level hast du denn? Guck mich mal an. Oh. Guck mich mal an. Und? Was sagt das Aussehen? Level 18 nur. Oh, so klein. Die Muskete nämlich auf Level. Ich muss auch mal öfters wieder den Bogen benutzen, damit der mitlevelt. Ich benutze den viel zu wenig. Willkommen auf der Baustelle der ersten sehr hohen stufigen Gebiet dann anfängst, dann levelst du vielleicht mal richtig gut. Warte, der NPC redet gerade, ich verschicke nur die Hälfte. Hast du die Materialien gesammelt, die ich brauche? Perfetto, grazie. Warte, das ist meine Rezeptur. Wie konnte... Sie muss während meines Rückzugs aus meinem Skizzenbuch gerutscht sein. Der Madonna sei Dank, dass du sie gefunden hast. Anscheinend braucht das Rezept mehr als nur Blut und Knochen. Dank deines scharfen Auges kann ich loslegen. Danazione. Hiernach helfen Blut und Knochen wohl nur bei der Verteidigung gegen die physischen Formen der Hutzligen. Um Geister müssen wir uns noch kümmern. Mit Grabnesseln dürfte es gehen. So, was? Weiß ich nicht mehr. Ja, weil... Ja. Ich hab ja den Text an, ne? Dass sie das, wenn die reden, dann auch lesen. Und ich kann... ich krieg das im Moment irgendwie nie auf der Kette, beiden zuzuhören. Wenn es dir wieder einfällt, dann sag's... Nö. Nö. Sieh, diese Pflanzen findet man oft auf und in der Nähe von Gräbern. Einige Leute gehen immer noch... Die haben immer noch diese riesigen, fetten Bäume. Östlich von hier die bringen immer noch genauso viel wie die anderen kleinen fetten Bäume. Wie immer noch komisch. Ja, ist ganz komisch. Mit der Verteilung. Nein. Die Baukunst ist meine Domäne, nicht der Kampf. Außerdem sollte ich das Fundament vorbereiten und für deine Rückkehr bereithalten. Na, guck mal, ich krieg da. Aufbewahrungstruhe. Aber ich muss erst in die Stadt. Ich bin voll. Immer diese Säufer. Was? Immer diese Säufer. Ja, ständig schrecklich. So, wo ist die Quest? Ach, da hinten muss ich hin. Okay, das heißt... Bündnisschrein. Ach, kann er zum Bündnis schreien? Kann ich mich ja erstmal Gasthof und Haus haben, teilen die sich den CD? Sollte eigentlich nicht. Damals war es nicht so. Weil damals Gasthaus. Muss ich da mal gucken, mach ich gleich die Karte auf. Aber Haus ist, glaube ich, vom Cooldown her schneller als ein Gasthaus. Ja, dann ist ja gut, dass ich das Gasthaus zuerst nehme.
wenn es länger braucht. Also wenn es nicht geändert wurde. Alle Angaben ohne Gewehr. Das Gewicht einer Sperrzahl lassen sich zu zarten Fischfilets zerlegen. Ja. Oh, ich backe schon wieder rum. So, was packen wir denn? Kekse, Marek. Gasthof hat 20 Minuten und Haus ist frei, genau. Haus ist extra. So, ich brauche eine Bank. Ich brauche eine Bankkiste. Nehmen wir die. Nee, es ist keine Kiste. Blödsinn. Nehmen wir die da oben. Lagerschuppen. Was haben wir denn hier? Edelsteine. Verderbnisdinger. Erz hier rein. Leder hier rein. Das hier rein. Das hier rein. Das. Möbel. Ja, komm, einmal rein da. Die ganze Kochzutaten. Das und das. So, die Kiste sollte ich vielleicht mal öffnen. Öffnen. Was haben wir denn drin? Das haben wir. Dieser verdammte Fisch. Fabi, da hat jemand ein Lied über dich gemacht. Dieser verdammte Fisch. Das habe ich schon, ne? Ja, das kenne ich schon. Trinke gehen auch mal alle darüber. Platin, Silber. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz an der Karte gucken. Warum? Genau, ich wollte ja mal gucken, ob ich in meiner Stadt hier jetzt den Typen da anquatsche. Ja, müsste jetzt gehen. Ja, 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 ja. Der hat jetzt das Zeichen auf dem Kopf. Zeige mir die Tafel. Das Gebiet wird kontrolliert vom Bündnis. Mhm. Ach, die Filter. Wie sieht die Karte denn aus? Oh, die sieht aber sehr Gleichgewicht aus, oder? Ah, das Bündnis hat halt das neue Gebiet da oben. Ansonsten irgendwie alle vier Zonen. Überall bekriegen sie sich. Lila greift grün an, grün greift gelb an. Ja. So. Ich bin mal ganz kurz nochmal für kleine Mädchen. Bin gleich wieder da.
So, wieder da. Hey, Daphne. Na? Du hier, wie geht's dir? So. Mussten wir ja hier hin, ne? Ne, das ist was anderes. Dahin. Nur müde. Wie geht's dir denn? Hast wieder einen Job seit 2 Wochen. Cool. Was machst du jetzt? Dasselbe wie vorher? So, wir müssen zum Friedhof. Na gut. Wieder in meinem Ausbildungsbetrieb, aber dort in der Werkstatt. Und ist das entspannt oder entspannter wie vorher? Nicht mehr so hart? Da habe ich natürlich gleich einen Ra gefunden. Hat er denn wenigstens was Schönes in der Tasche? Ein Heiltrank. Wow. Wow. Ey, der Loot ist so schnell auf der anderen Seite. Warte, ich guck sofort. Nur Schrauben, nichts rausfahren und schleppen, fixe Arbeitszeiten, Hebebühne, Werkzeug, Kollegen, die einen mal anpacken können. Ah, oh, das klingt doch super. Und für deinen Rücken ist das Bombe. Können. Ich wollen. Bitte? Können. Ja, aber allgemein, die Bedingungen sind doch super. Vorher hat der haufenweise schwere Sachen alleine rausgefahren. Und das mit einem kaputten Kreuz. Und finanziell lohnt sich, ja, ist okay. Ich will nur eben die Lootkiste mitnehmen. Seien Sie mal nicht so angespannt hier. So, vorne ist der Punkt. Gehen wir direkt mal wieder zurück. Hallo, ich komme an diesem Kreuz nicht vorbei. So weit breit bin ich doch gar nicht. Halt die Klappe. Ich hab doch nichts gesagt. Naja. Das war ein provisorisches Halt die Klappe. Sowas gibt's nicht. Doch. Nein. Oh, kann ich die Sonnenblumen mitnehmen? Das sieht ja geil aus. Die haben hier Sonnenblumen. So, wo ist denn der Port? Ja, der Portstein ist da. So, und jetzt müssen wir wieder zurück nach was die Aufnahmeprüfung von Dings, die haben wir schon gemacht. Und wechseln wollen wir jetzt gerade auch nicht. Sprich mit. Ja, wo ist er denn? Ach, da. Ist er das? Ja. Welcher Flugpunkt ist da in den Portpunkt?
Ja, Schnellreise. Der da. Oh, 2300 brutto und bekommen noch eine 50 Euro Tankkarte. Weg zur Arbeit und heim 15 Minuten mit dem Auto. Ja, ist doch super. Also da kannst du nicht meckern, glaube ich. Ja, und du kennst die Leute, ne? Das wäre auch ein Job für dich, Marek, wa? So, in der Werkstatt schrauben. Nee. Anstatt die Sachen rausfahren, oder? Ja, ist auf jeden Fall besser, aber... So. No. Musik auf Level. Und hab heute Morgen erstmal meinen Kollegen geholfen bei seiner Prothese bauen. Ihm fehlten zwei Arme. Ja! Ah. Du ja, schaltest. Hä? Was sagst du? Du schaltest mit jedem Musikrang, den du aufsteigst, neue Effekte frei. Mhm. Ach, stehst du gerade in der Wildnis und machst Musik? Vielleicht. Hast du meine Errungenschaft gesehen? Fantastischer Fortschritt, nicht wahr? Das Fundament ist fast fertig. Ich hatte sogar Zeit, Lager für Vorräte hinzuzufügen. Hast du die Grabnesseln gefunden? Fuß ausrichten und anschrauben. Kommst halt bescheiden ran an die Schrauben. Und jetzt in der Küche vor meinem Ultraschall reinigen. Ja, kommst du schon ohne Arme, kommst du schon schlecht dran. Ja, bravo! Perfekto! Diese in Boden und Wände einzuarbeiten, sollte verhindern, dass diese schrecklichen Geister unsere Gäste belästigen. Oh, und das Lager, das ich erwähnt habe, du kannst es zu deinem eigenen Zuhause hinzufügen. Wie ich das mit Musik spiele? Oh, 4 Sterne. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja noch nicht mal. Ich habe einmal das jetzt ausprobiert gehabt. Ja, ich stehe in der Wildnis und probiere ein bisschen aus. Ich bringe jetzt erstmal meine Lagerkiste in mein Haus. Ja. Nie ausspannen, immer nur ein A. Hm? Nie am Ausspannen, immer nur ein A. Du wirst ja schon eingeladen zum Jam und dann. Nein, und dann sagt es auch noch nein. Eigentlich habe ich jetzt, also ich überlege gerade, was richtig Dummes zu tun. Was richtig, richtig Dummes. Was ist denn richtig, richtig dumm? Mit Level 25 rüber zu gehen in Brackwasser. Ich damals auch geschafft, weil ich mehrere Anläufe. Ja, ja. Nehmen die genug Material für Zelte mit, ich sag's dir. So. Ich möchte gerne einmal. Was ist denn hier da? Einmal zu meinem Haus, bitte. Danke.
Mutter meint, ihre Uhr wäre sauber. Sie hat die erst mit Zahnstocher jetzt im Freien sauber gemacht. Sie soll mal gucken, mach die rein und schalte das Ding. Zack, kommt eine schwarze Wolke aus dem Arsch. Ja, es ist ja ein Unterschied, ob er mit Hand oder mit einem Ultraschallgerät machst. Ne? Machen wir die Kiste in die zweite Etage. Da haben wir das Bett. So, da finde ich dann die Kiste. Ah, die ist aber groß. Ich will sie auch nicht in die Wand platzieren. Nicht? Nee. Mhm. So, und die... Ah, und ich kann jetzt im Haus auf meine Banken zugreifen, ja? Weiß ich nicht. Ja. Und hab um 400 erhöht. Das ist schick. Warte mal. Gliederarmband, aber das sind keine massiven, sondern so gefaltete Teile mit dem Kern. Das in den Zwischenräumen, da kommst du ja so gar nicht ran. Ja, stimmt schon. Na siehst du. Dann hat sie ihr Armband auch sauber, wa? So. Jetzt auch schlechter wie meiner. Sieh mir ihre Silberkette auch noch. Ne, jetzt gesehen, dass es gut sauber wird, ne? Wie war das mit Musik? Achso, das war die... Oh, das war F5, da musste, glaube ich, aber vorher noch woanders. Ja. Optionen. Ist das sozial? Nee. Tastatur. Das hat ein extra gleich unter Musik, denke ich, war das. Ja, das Screenshot muss ich auch umlegen. Muss ich auf F12 machen. Und hier. Oh Gott. Was nehme ich denn jetzt? Nein. Beim Gucken ist Z belegt? Ja. Z belegt. Ja, das. Guck mal, Reparaturkiste nutzen ist auf T. Nehmen wir doch einfach T. Ja, das ist Angeln. Ja, lass mal da drauf.
Nein. Angeln auf F3 bitte. Und Vorführung auf T. Ja. In meinem Haus geht's halt auch nicht, ne? Nee, das musst du schon draußen machen. Deswegen habe ich weit gestellt. Mal eben noch die anderen Sachen bauen. Ja. So, wo sind sie denn? Ja, dann hast du erstmal was zu tun, wa? Ich brauche erstmal Holz. Daphne ist jetzt beschäftigt mit Reinigen. Wenn er fertig ist, kann er ja herkommen, kann er weiter putzen. Nee, nee, er macht ja Schmuck sauber von. Ja, das ist mir egal. Er kann auch ruhig einen Hof sauber machen. Schmuck habe ich. Frage ich. Also, ich habe ein paar Armbanduhren, die mir geschenkt worden sind, aber. Kannst du ja mal fragen, ob er rüber gesprungen kommt. Ich glaube, ihr wohnt gar nicht so weit auseinander. Also ich weiß es nicht, ich vermute es mal. Ich knabber gerade ein paar Chips nebenbei. Ich habe mir überlegt, dass sie
fast anderthalb Monaten das Jahr schon wieder rum ist, ne? Ich hab schon bald wieder Geburtstag. Oh nein. Sag, auf welchem Baum haust du denn jetzt gerade? Den da. Ja, war gerade keine Anzeige, auf wen da gehauen hat. Der große war am Splittern, aber der kleine ist gefallen. So. Das stimmt. Ah, ne, Asseln brauchen wir. Ist ja alles resettet. Warum auch immer. Asse sind wirklich selten jetzt, ne? Ja. Alter. Ja, wahrscheinlich damit, damit du auch die anderen Angelköder herstellst, die du kochen. Fischköder und Rotköder. Ja, aber die sind ja nicht so stark wie zum Beispiel die, die du aus diesen Rohrkolben kriegst. Ja, aber die sind auch seltener geworden. Die droppen aber öfter wie die Asseln. Ja, aber auch nicht viel. Wobei die Asseln sind, glaube ich. Ah ne, ist auch süßes Wasser. Level 26 geworden. Geht's. Und hast du dich irgendwo hingeschlichen? Nee. Da sind viel mehr Mobs jetzt auf der Strecke. Das funktioniert da nicht mehr so. Also nicht durch die eine Verbindung, vielleicht durch die andere, aber der Weg ist dann halt viel länger. Aber das wäre halt noch möglich, dass vom Webermoor aus ein Abbrachwasser rüber geht. Aber man kommt nicht mehr von. Immer Fall aus darüber. Nicht alleine. Einzige Möglichkeit ist, dahin gehen, da vielleicht noch hinzukommen, wenn du in einer Gruppe bist und alle noch so klein sind vielleicht und ein paar geopfert werden. Also du kannst auch da kein Zeltlager mehr hinstellen, wenn du viel zu klein bist. Echt nicht? Also ich konnte da über. Nee, also nicht mehr in dem Bereich da. Das haben sie schon wahrscheinlich ein bisschen so gemacht, dass die Leute das sofort machen. Obwohl es da auch immer noch Schleichwege hundertprozentig gibt. Aber ich konnte nicht platzieren. Also da stand bei mir dann da, dass ich das Zeltlager noch gar nicht freigeschalten habe. Aber das habe ich ja freigeschalten. Zumindest das Kleine. Ich meine, am ersten Tag war schon das Wüstengebiet geclaimed. Ja. Die müssen sich irgendwie da durchgesneakt haben. Ja, aber du kannst nicht mehr die Dinger da platzieren, so richtig. Ne, oder sind da als Gruppen rumgelaufen? Anders kann ich mir nicht erklären, wie sie das Endgebiet da geclaimt haben, so schnell. Die werden wahrscheinlich alle in Fünfergruppen und dann auf den Haufen gelaufen sein. Weil dann passt, ne, das Prinzip der Masse, ne? Ja, muss ja nur einer ankommen.
Ich denke, Fabi wird auch das Gebiet hinten, das mit dem Kirschblüten und so, das wird ihm, glaube ich, gefallen. Ja, eben mal sah schon damals richtig geil aus. Ja, gucken, wie es jetzt aussieht. Ja, wird geändert wohl. Ich hoffe, die Häuser sehen so aus. Ich bin gespannt, die Häuser, auf die Häuser da. Also die Häuser sahen immer noch, also damals sahen die schon richtig geil aus. Die waren ja schon ganz speziell. Ich glaube nicht, dass die so großartig die Häuserdesigns da verändert haben. Das sah schon richtig cool aus da, aber es war halt nichts ausgebaut, ne? Die Leute haben es ja extrem früh geclaimed. Und es wurde nichts ausgebaut, deswegen wollte ich da auch nicht raus haben. Und im Klagetal wurde ja ausgebaut. Und ich habe mir auch das Haus da auch geholt, weil damals auf dem Server, wo wir waren, haben die Leute aufgehört, Sachen abzugraden. Und das ging mir so auf den Sack und dann habe ich dieses Syndikat baut dort auf. Und dann bin ich da hingegangen und habe da halt mit die Stadtmission gemacht, damit sie die Verteidigung hochziehen konnten. Hm. Dass da die Werkstätte nicht abdowngraden und alles. Also. Ja, die Sache ist halt die, ne? Die Leute, die die Gebiete claimen, müssen sich halt auch kümmern. Ja, ja. Das Ding ist, du kannst ja nicht alles maxen. Das ist ja erstmal so ein Ding. Und dass du halt, dass wenn eine Gilde halt da ist, dass die natürlich die Mauern und die Türme und was auch nicht alles upgraden wollen, damit sie halt das die Stadt halt behalten, dann ist ja auch erstmal logisch. Ja, aber das kannst du ja alles parallel. Also natürlich kannst du nicht alles gleichzeitig machen. Nee, das ist immer eins. Wobei du hast 4 Tafeln, also 4 Sachen können gleichzeitig gemacht werden. Du hast ja diese Tafel, wo du die Aufgaben hast. Das sind 4 verschiedene Bereiche. Also du kannst 4 Sachen auf einmal schon laufen lassen. Ja, aber das sind nicht alles für Upgrades gewesen. Also es gab welche, die sind einfach nur so, um Geld zu verdienen. Das ist aber, glaube ich, nur ein einziges Feld. Ein das kann sein. Feld. Alle anderen sind zum Upgraden. Steht da genau drüber. Was die denn upgraden. Habe ich hier nicht drauf geachtet. Ja, aber damals war das halt so extrem. Da haben die ja so Sachen downgegradet. Da waren noch Syndikatler, die dann alles upgradet haben. Da war das, glaube ich, das Bündnis war das auf den Server. Dass die Sachen runtergehauen waren. Ja. Da war, war noch eine Priester. Lass uns nicht über Utgard reden, die Absprachen, die da getroffen wurden und so weiter. Hat ja funktioniert. Also, Bündnis hat sich ja komplett da verpisst, weil das der Sonne. Ich rede ja von den Anfangsabsprachen, wo ja schon abgesprochen wurde, wer welches Gebiet kriegt und keine Ahnung. Das geht gar nicht. Naja, diese Absprachen, wer welches Gebiet kriegt, zumindest so weit gehen, sagen wir mal. Ihr Marodeure, ihr kriegt Königsfels beispielsweise und die Syndikatler, wir kriegen Immerfall oder so, ne? Damit jeder so eine Stadt hat und so finanzieren zu können, damit die Leute PvP machen können, was den Leuten halt Spaß macht. Und das finde ich ja okay. Aber ich habe ja andere Absprachen, so wie größere Gebiete. Ist ja auch nicht mehr. Zumindest ist mir das nicht aufgefallen. Ja, jetzt hier die gelben Bereiche hat ja auch jedes Mal eine andere Gilde. Das ist auch richtig so. Wenn du jetzt eine gute Gilde hast und du willst dieses Gebiet haben, dann holst dir. Dann kämpf darum. Und nicht frag nicht, ob du es haben willst, sondern kämpf drum, ist meine Idee. Man muss auch was für tun. Aber Absprachen spielen, finde ich. PvP ist nicht abwendig. I know.
Aber wir haben ja auch nur die Gilde, die, das war ja auch nur ein ganz kleiner Haufen. Und du kannst dich ja auch als Gildenfremder anmelden. Und wir haben Gott sei Dank Gruppen hier, die von vornherein gesagt haben, ist mir egal, ob ihr bei uns seid oder nicht, wenn ihr euch anmeldet, wir schmeißen euch nicht raus. Also die von vornherein ja sagen, die Nummer vom letzten Mal machen wir hier nicht. Ja, ich denke mal, dass da aber auch da wahrscheinlich Amazon Games da langsam ein bisschen was geregelt hat. Weil das war ja auf fast jedem Server. Und dadurch sind die Spielerzahlen auch richtig krachend gegangen. Ja, natürlich, wenn du ständig rausgeworfen wirst, weil sie, keine Ahnung, du bist in der falschen Gilde oder sonst irgendwas. Macht doch keinen Spaß. Aber dann rumheulen, dass die Leute kein PvP spielen. Ja. Und PvP besteht nicht nur aus Open World PvP. In diesem Game. Nee, es gibt ja jetzt auch die Arena. Ja, wobei Arena ist auch in WoW. Also ich bin nicht so der Arena-Typ. Dann lieber eine große Schlacht mit 40 gegen 40, 20 gegen 20 oder so. Das ist schon eher. Hört sich genauso an wie in WoW. Ja. In WoW gehe ich aber meistens als Heiler aufs BG. Und die Leute überlegen sich das zweimal, ob sie dich als Heiler rausschmeißen. Da muss es schon echt grottig sein. Wobei ich habe auch schon Stress mit Gruppen gehabt. Hier, Genäas, du hast drei, kennst ja Daphne, ne? Drei Spots, die du einnehmen musst, und die Leute stehen dann da und du bist der einzige Heiler und schreien dich an, weil du nicht da bist, und du denkst dir, ich kann nicht überall sein. Ne? Ich bin halt mit dem Zug, glaube ich, gelaufen, der halt immer zu den Punkten gegangen ist, ne? Ich bin halt mit dem Trupp gelaufen. Anstatt jetzt beim Deffen stehen zu bleiben. Das darfst du auch eh nicht mehr. Hm? Darfst du doch eh nicht mehr. Nee, darfst du auch nicht mehr. Du musst mit der Masse gehen, auch wenn die Masse dumm sein sollte. Ja, dieses Rumstehen. Ich meine, klar. Hört ihr der ja. In den Tod. Ja, das ist, ja. So, Holzkohle. Jetzt Asche-Lasur. Ja, ich bin jetzt auch gerade Kohle und Lasur machen. Deswegen bin ich auch Holz abfahren. Da nicht. Einmal die Tasche voll. Das höhere Holz wird zur Kohle gemacht und das andere wird verarbeitet und dann Kaigiri. Fertig. 320 Aschelasur. Das Ding ist aber auch, du willst auch nicht zu viel Aschelasur machen. Weil brauchst du denn der nicht. Tust du das ins AH schmeißen? Kauft schon jemand. Ich kauf doch kein Schwein. Das geht damit auch nur. Also ich hab meinen Rotzen los, bin ich losgeworden. Ich hab schon wieder 6000 und hab gerade erst das Haus gekauft. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass die Leute Scheiß nicht kaufen. Ja, aber reines Lösungsmittel beispielsweise ist viel besser beim Verkaufen. Da war Aschler so, dann die jetzt, okay, Möbel, ich habe jetzt ein bestimmtes Rezept, ich brauche das dann. Aber ansonsten... Wie ist denn, Daphne? Wirst du Dragonfly spielen? Der wird nicht bin. Der junge Baum will nicht, ja? Okay, dann bleibst du halt stehen. Bleib doch stehen. Ja, der ist schon abgebaut, aber der will nicht umfallen. Ein Nüsschen. Nüsschen. 10 Nüsschen. Ja, kann man machen, ne?
Also, kann man machen. Na, guck mal, der Baum ist direkt nachgewachsen. Das ist super da. Du wirst nicht spielen. Blauen Bäume waren ab 100, ne? Ich glaube ja. Tropen war ab 150. Das haben sie ja alles ein bisschen runtergesenkt. So, Tasche ist gleich voll. So kurz bei einer Freundin in den Stream geschaut, keine. Ja, die. Da gibt es mittlerweile wieder so viele. So viele neue, die da. Und jedes Mal haben sie einen anderen Text. Ne? Habe ich hier auch sehr oft gehabt. Jetzt die letzten Tage ist ein bisschen Ruhe. Aber. Kannst du ja im Modbot sehen, davon. Ne? Kannst ja sehen, was die. Ja, ich habe jetzt immer ein paar Wochen Pause und dann taucht mal wieder eine auf. Ein, zwei. Ich habe die bei WoW sehr oft. Ne. Also ich habe diese komischen Bots oft, wenn ich WoW spiele. Na Mike? Also meistens dann tauchen sie auf. Aber auch meist nur, wenn halt über 10. Ne? Wenn jetzt so wie heute ein bisschen ruhiger ist, dann ist auch tauchen sie auch eher weniger auf. Ach, du meinst diesen Follower Rate oder was? Die hatte ich schon ewig nicht mehr. Aber sollen auch wieder um. Ich habe das letztens bei Teufelsvibe, glaube ich, gesehen. Dass die da bei ihr reingemarschiert sind abends. Du bist ja, treibst du dich eigentlich immer noch nachts rum? Ach ja, die Dinger, ja. Ja, die kennen wir auch. Und die kannst du auch nicht auf Dings setzen, weil die den Text jedes Mal ändern. So, Tasche voll. Gehen wir mal Glasur machen.